Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 mit Leon. Wir waren zuletzt in der Polizeistation angelangt und wir haben gerade eine nette Erscheinung am Fenster gesehen und betreten jetzt mal den nächsten Gang. Oh, hier ist ein... Oh, sein Kopf fehlt, er scheint abgedreht worden zu sein. Alles klar, was ist denn mit diesem Kasten da? Ah ja. Ein Auf-Zuschalter für die Sperre. Er funktioniert nicht, das Kabel ist durchtrennt. Hier tropft's von der Decke. Verschlossen unter dem Schlüsselloch ist ein Peak eingraviert. Ja, die guten alten Spielchen von Resident Evil. Und es kommt eine Cutscene. Na hallo, was für ein süßer Junge. Wir rennen. Nehmen uns vorher noch schnell die Pflanze. Oh, ich glaube, er hat zum Sprung angesetzt. Jetzt wird's brenzlig. Wenn der springt und mich trifft, dann ist Schluss. Nee, er hat zum Lecken angesetzt. Okay, wir rennen ganz schnell raus. Puh, gut. Okay. Wir wären schon mal aus der Gefahrenzone raus. Und gucken mal ganz kurz auf meinen... Ja, ich nehme das Kraut besser. Das ist mir hier nix. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Immer schön vorsichtig an Ecken. Und wir gehen in diesen Raum. Mal sehen, was uns dort erwartet. Ich höre keine Zombies. Und hier ist ein Einsatzbericht 1. Einsatzbericht 26. September. Das Polizeirevier Raccoon City wurde unerwartet von Zombies angegriffen. Viele wurden verwundet, noch mehr wurden getötet. Während des Überfalls wurde unsere gesamte Kommunikationsausrüstung zerstört. Wir haben keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Wir haben einen Einsatz beschlossen, der nicht nur eventuelle Überlebende in Sicherheit bringen, sondern auch verhindern soll, dass sich diese Plage weiter über die Grenzen von Raccoon City weg ausbreitet. Die Einzelheiten des Einsatzes lauten wie folgt. Sicherheit von Waffen und Munition. Polizeichef Irons hat sich besorgt zum Thema Terrorismus geäußert, besonders im Hinblick auf einige ungeklärte Zwischenfälle in der jüngsten Zeit. Genau am Tag vor dem Angriff der Zombies gab er Anweisungen, alle Waffen auf versteckte Punkten im Gebäude zu verteilen, als kurzfristige Maßnahme, um ihre Erbeutung durch Unbefugte zu verhindern. Ja, das ist ja natürlich klug, nicht? Jetzt, wenn wir hier da sind und Waffen brauchen. Unglücklicherweise hat es diese Entscheidung für uns sehr schwer gemacht, alle Munitionsdepots wiederzufinden und zu nutzen. Diese Verstecke zu finden hat für uns die höchste Dringlichkeitsstufe. Das Schloss an der Waffenkammer. Wie schon erwähnt, wird es für uns sehr schwierig, die ganze Munition wiederzufinden. Zwar befindet sich immer noch ein Großteil in der unterirdischen Waffenkammer, aber der Beamte, der die Schließkarte für das Sicherheitsschloss in der Obhut hatte, ist seit dem Angriff bedauerlicherweise verschwunden. Wir haben also keinen Schlüssel. Ja, wie es so oft ist, nicht? Planung ist alles. Außerdem ging während der Kämpfe einer der Sicherheitsunterbrecher für den elektrischen Strom kaputt und die elektronischen Schlösser in einigen Bereichen sind ausgefallen. Daher ist es jetzt auch unsere wichtigste Aufgabe, den Strom im E-Raum wieder einzuschalten, damit diese Schlösser wieder funktionieren. Bericht von David Ford. Gott, wie viele Seiten gibt's denn hier noch? Ja. 27. September. Obwohl, lest euch den Rest selber durch. Bei den Kämpfen verwundet, aha. Wir haben den ja aufgezeichnet. Falls ich den nochmal brauche, kann ich ihn nochmal aufrufen. Und ich sage euch, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen Einsparungen vornehmen. Nein. So. Ja, die Amerika-Flagge, so gehört sich das. Leere Cola-Dosen und Abfall, sonst nichts. Okay, wir finden hier anscheinend nichts, aber wir können hier hinten in
einen kleinen Extraraum gehen, in dem wir hier Munition finden sollten. Genau. 15 Schuss. Sehr gut. Sonst noch was? Nein. Ein Kamin, darüber hängt ein Ölgemälde. Der Titel lautet Ein Opfer an das Höllenfeuer. Ja, und genau hier benutzen wir jetzt unser Feuerzeug. Ist ganz normal, wenn man in so einem Haus ist oder in einer Polizeistation und da ist ein Kamin, dann zündet man den natürlich erstmal an. Und dann kommt aus dem Bild ein Edelstein raus, den man sich krallt und dann wird man reich. Also Leute, was sagt uns das? Immer ein Feuerzeug dabei haben, wenn man von einer Zombie-Invasion sich rettet in ein Haus. No? Es kann nicht schaden, wenn man das tut. Oh, bitte Ruhe, während die Meetings laufen. Meetings. Oh, yeah. Nein! Boah, das ist ja unfair hier. Sag mal, das ist jetzt ein Scherz, oder? Wollen die alle den Kopf abkriegen, oder wie? Geht weg. Och, das ist doch wohl... Wenn ich jetzt sterbe, dann schlägt's aber 13 hier. Du bist tot. Jawohl. Och, wir sind auf Gefahr. Okay, gut. Und ihr seht, Leon humpelt, was das Zeug hat, aber hier sind zwei Kräuter, Gott sei Dank. Ohne die wäre ich jetzt voll aufgeschmissen. Yep. Und yep, nehmen wir auch. Jetzt muss ich mal überlegen, ob hier irgendwo noch ein rotes irgendwo ist. Wir gehen erstmal hier rein, das müsste ein Safe-Raum sein. Jawohl, wir hören die Safe-Raum-Musik. Und humpeln von dannen. Ach gut. Gut, das lest ihr euch selbst durch. Ich habe nicht so viel Zeit. Wir gehen aber noch an diese Kiste hier. Was finden wir denn hier sonst noch? Ist hier nicht eigentlich auch ein Heilungsdings? Erste-Hilfe-Spray oder sowas? Also das Humpeln ist natürlich auch Oscar-reif. Lasst mich, geht ohne mich. Ohne mich könnt ihr es schaffen. Hier, wenn man nicht die Renntaste drückt, ist das sogar noch trauriger. Aber so ist es natürlich. Nein. Aber was das Wichtigste in diesem Raum ist, ist natürlich dieser Schrank. Sonderschlüssel benutzen, natürlich. Jetzt kommt unser Sonderschlüssel, den wir Brad abgeknöpft haben. Zum Vorschein. Und wir haben zwei verschiedene Outfits. Welchen wollen wir denn nehmen? Wir nehmen mal den rechten. Das mit dem Basecap und so. Das sieht doch heiß aus. Oh, wir sehen jetzt so hübsch aus. Ach, sieh mal einer an. Und wir halten jetzt auch die Waffe total cool. Nein, das hat natürlich auch den Vorteil, dass er jetzt schneller zielt und allgemein. Aber ich werde hier die Folge erstmal beenden und ich werde mich auch heilen. Also man kann hier Kräuter verbinden. Das ist jetzt nicht die beste Mischung, die ich jetzt gemacht habe, aber wir sind immerhin wieder auf gut. Eigentlich müsste man rote und grüne mischen, damit man eine volle Heilung kriegt. Aber das und viele Infos mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge bei Resident Evil 2. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.